Hallo, hallo, mein Name ist Patricia Dender. Ich bin Mentorin für Identität und Branding und begleite Menschen dabei zu verstehen, wie sie aus ihrer eigenen Energie heraus im Außen alles manifestieren können, was sie sich erwünschen und erträumen. Heute in diesem Video möchte ich dir etwas mitteilen, was ich mir gewünscht hätte, was mir vor so vielen Jahren schon jemand erklärt hätte, mitgeteilt hätte, gesagt hätte, klar gemacht hätte, denn ich hätte mir viele, viele Jahre des Leidens, des Suchens, des Nicht-Angekommen-Seins, des Bemühens, des Müdewerdens ersparen können. Es gibt so viele Lehren da draußen. Es gibt so viele Lehrer, es gibt so viele Gurus, es gibt so viele selbsternannte Gurus und jeder hat seine Lehre. Und für mich war es immer irgendwie nicht glaubhaft, die Lehre von irgendjemand anders zu übernehmen, sondern ich wollte immer ein Prinzip, ein allgegenwärtiges, allgültiges Prinzip ohne Ausnahmen. Weil daran kann ich mich halten. Für mich waren die Lehren von Menschen immer irgendwie unstabil, weil es gab immer wieder Ausnahmen, es gab immer wieder Ausflüchte, es gab immer wieder Erklärungen, warum das halt doch nicht so ist. Die meisten Lehrer und Gurus widersprechen sich irgendwann mal. Es kommen Fragen auf und man denkt, ja, aber jetzt hat er doch so gesagt und jetzt macht er aber selber so, wieso macht er selber so? Und genau das hat mich immer gestört, das hat mich immer wieder weiter abgehalten, davon irgendjemandem blind zu glauben und zu folgen. So habe ich mir ganz, ganz viele Lehrer, Lehren, Modalitäten und Ansätze angeschaut und ich habe sie durchleuchtet, bis ich das Prinzip dahinter verstanden habe. Es ist das Prinzip der Schöpfung. Das Prinzip der Schöpfung ist das Prinzip der Manifestation. Wie bekomme ich die Dinge in einen manifesten Zustand, in einen Zustand mit einer Form? Das heißt Manifest. Und bevor etwas manifest wird, ist es eben energetisch vorhanden. Auch das sagen alle Lehren, insbesondere die Quantenphysik, erklärt es ja ganz gut, wie durch den Beobachtereffekt Teilchen, unsichtbare Teilchen, also Energie, zu einer gewissen Form werden. Und all das ist ein bisschen abstrakt und es war für mich auch immer zu abstrakt. Ich wollte etwas, wo ich wirklich eine konkrete Anweisung daraus bekomme, wo ich konkret weiß, was ist für mich zu tun, damit ich hinten das rauskomme, was ich haben möchte. Mir war schnell klar, ich bin der Beobachter. Aber mir war nie klar, was beobachte ich denn und wie kann ich denn das beobachten, was ich gerne draußen haben will, was ich gerne im Außen sehen will, was ich gerne in Form, in objektiver Form sehen möchte. Wie kann ich das beobachten? Ich will keine Wellen, ich will keine Teilchen. Und jetzt fasse ich mich kurz, natürlich könnte ich stundenlang darüber reden, aber für dich ist sicher sonnenklar, dass Energie eine unsichtbare Komponente ist. Es ist etwas Unsichtbares und dennoch ist es mit Information geladen. Und wir kennen das vom Strom. Es ist Plus und Minus. Also sind diese Informationen so geladen, dass sie sagen ja oder nein. Es ist anziehend oder es ist abstoßend. All das versteht auch dein logischer Verstand, ein analytischer Verstand, das versteht er. Aber was mache ich mit diesem Wissen? Und dieses Wissen bedeutet, ich bin der Generator, ich bin der Beobachter der Energie. Und ich sage, ob die Energie anziehend oder abweisend ist, ob es ein Ja ist oder ob es ein Nein ist, ob ich es haben will oder ob ich es nicht haben will, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Ich als Generator habe die freie Entscheidung, die freie Wahl. Und dadurch, wie ich es beobachte, wie ich es wahrnehme, wie ich es annehme,
wird es zu objektiver Form. Und so ist es auch einleuchtend, dass alle Dinge, die du gut findest, die du gerne hast, die du magst, dass du die mit einer anziehenden, für dich anziehenden, attraktiven Energie versorgst. Und gleichzeitig in die andere Richtung natürlich alle Dinge, die du ablehnst, die du schlecht findest, von denen du überzeugt bist, dass es nicht gut ist, dass du es nicht haben willst, dass du diese Dinge ablehnst. Und so entsteht in uns diese Information und diese Energie und bewirkt, dass Objekte von uns weggehen, die wir uns vorstellen. Und es bewirkt aber auch, dass gleichzeitig Objekte zu uns herkommen, die wir uns vorstellen. Und das bedeutet wiederum, dass diese Objekte, die zu uns herkommen, dass die ein Zuhause bei uns finden müssen, dass wir diese annehmen müssen, dass wir die erkennen müssen, dass sie überhaupt da sind und dass wir uns so wertschätzen müssen, dass wir diese Person und Identität annehmen, dass wir diese Dinge, die wir annehmen, die wir wertschätzen, auch als unseres annehmen und verkörpern können. Und letztendlich entsteht dadurch ein Seinszustand, der Energie generiert. Unser Seinszustand ist der energetische Generator von dem, was in der objektiven, in der mit Objekten gefüllten Welt hinterher für uns entsteht und besteht. Und im nächsten Schritt geht es eben darum, nicht nur dieses Verständnis zu haben, sondern ganz klar diese Generatorenwirkung bewusst einzunehmen. Und all diese Dinge sind ein energetisches Spiel. Und dieses energetische Spiel, das ist ein Spiel der Information. Und was uns häufig von diesem Spiel abhält und warum wir das Spiel nicht zu unseren Gunsten spielen, ist eine tief eingesetzte Programmierung von Gut und Böse, von darf sein, darf es nicht sein, viele, viele Annahmen und Zusammenhänge, die uns nicht erlauben, dieses Spiel einfach so klar und einfach ohne Vorbehalte zu spielen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in diese Schöpferidentität hineinbegeben, und zwar grundlos, bedingungslos, ohne Vergangenheit, ohne Ängste, sondern einfach in einen Seinszustand uns erlauben hineinzugehen, der für uns schon immer gedacht ist. Nur sind wir vorher abgelenkt worden durch Annahmen, durch Programmierungen, durch Ethik, durch Moral, durch Dinge, die wir übernommen haben, die diese Informationen unterbewusst in uns generieren. Und deswegen ist der einzige Weg, dieses unterbewusste Informieren. Ja, ich habe euch vorher erzählt, wie es ist, wir informieren durch unsere Ansichten, Annahmen, Überzeugungen, Rückschlüsse. Wir informieren die Energie, die sich nachher manifestiert. Und dieses unterbewusste Informieren, das einfach stattfindet, das wir nicht stoppen können, dieses unterbewusste Informieren muss zu einem bewussten Informieren werden. Und hier geht es wirklich darum, zu wissen, wie mache ich das, dass ich einen bewussten Seinszustand einnehme, dass ich hier als eine bewusste Information, als bewusste Informationsgeberenergie über diese Welt wandle. Weil letztendlich bin ich ja eine Persönlichkeit, ich bin ja jemand. Und dieser jemand sollte aus diesen Annahmen, Rückschlüssen, Energien, Einschätzungen zusammengesetzt sein, die ich nachher im Außen sehen möchte. Und das ist das Spiel der Energie. Es hat überhaupt nichts mit Moral, mit Ethik, mit Religion, mit irgendetwas anderem, was du glaubst zu tun, außer mit energetischen Zusammenhängen, die du wählst. Und daraus entsteht deine Welt.
Und wenn du ein Bild hast von deiner Welt, wie du sie haben willst, geht es jetzt darum, rückwärts zu denken und diese Rückschlüsse zu dir zurückzuführen, zu dir selber zurückzukommen und zu sagen, gut, was ist mein Selbstkonzept, damit ich hinterher dieses Bild von der Welt erleben kann? Was ist mein Denken? Was ist mein Fühlen? Was ist mein Handeln? Wie sind meine Annahmen? Wie sind meine Rückschlüsse? Dass meine Energie hinterher so stabil ist, dass sie, dadurch, dass ich die Welt so beobachte, wie sie mir gefällt, alles in objektiver Form so outpusht, so generiert, da so manifestiert, dass es mir wiederum gefällt. Es ist ein Kreislauf und er beginnt dort, dass ich wahrnehme, dass ich mir eingestehe, was ich wirklich haben will und wie ich es wirklich haben will. Und das, wie ich es wirklich haben will, ist eine bedingungslose Quelle der Liebe, der Schönheit und der Begeisterung, die in mir wohnt. Und nur dann, wenn ich diesen Kreislauf und diese Zusammenhänge verstehe, dann kann ich eben auch begreifen und es bedingungslos tun, Liebe zu sein, Liebe zu projizieren, Liebe zu generieren und Liebe in Form von allem in meinem Leben haben. Und das ist der Prozess, den du durchgehen darfst. Das ist der Prozess, wo du zum bewussten Schöpfer wirst. Und das bedeutet, dass du einen Identitätswechsel vornimmst von diesem menschlichen Design, das du glaubst, in aller Limitierung, in aller Bedingungen, dass du dir erlaubst, in ein unlimitiertes Design, in ein göttliches, aus höchster Liebe und Begeisterung, Perfektion entstandenes Design einzusteigen, um nachher eine objektive Welt, eine physikalische Welt zu generieren und zu erleben, die genau diesem göttlichen Design entspricht. So, das ist das Teaching für heute. Wenn du das verstanden hast, dann freue ich mich, dass ich dich auf diesem Weg, auf deiner Divine Design Reise begleiten kann. Auf einem Weg, der dich tatsächlich zu dieser göttlichen Ikone werden lässt. Ikone ist einfach nur ein Inbegriff von einer stabilen Energie, die anzieht. Und solange du noch irgendwelche Vorstellungen und Einschränkungen in deinem Kopf hast, die sagen, nee, Ikone, so viel brauche ich nicht, nee, das will ich nicht, dann weißt du, dass diese Energie eben genau das abstößt, was du dir wirklich wünschst und was du dir wirklich, wirklich erträumst. Dieser ganze Prozess, den ich dir erklärt habe, braucht viel innere Heilung. Innere Heilung von diesem inneren Mensch, manche nennen es auch inneren Kind, diesem limitierten Denken, dieser limitierten Persönlichkeit, mit der du dich jahrelang, dein ganzes vergangenes Leben wahrscheinlich identifiziert hast. Da rauszuspringen, diese Welt der Limitierungen und Einschränkungen, Beurteilungen, die gegen dich sprechen, hinter dir zu lassen. Das braucht einen Mut und eine Entscheidung und einen Prozess, den du immer wieder weiter verfolgst, weil dein Kopf verstanden hat, dass das der Weg in Befreiung, in Heilung, in Begeisterung, in Lebenslust, in Freude ist. Und diesen Prozess begleite ich, hier erkläre ich dir all diese Dinge, die dein Verstand wissen muss, um dich auf dem Weg zu halten, um nicht wieder zurückzufallen, um nicht müde zu werden, um nicht Angst zu haben, weil es eine Reise ist, die du noch nie begangen hast. Und wenn du diese Reise schnell haben willst, wenn du diese Reise wirklich jetzt anpacken möchtest und sagst, ich bin all in, dann bin ich die Mentorin für dich, dann habe ich Programme für dich, da können wir eng zusammenarbeiten, dann kannst du erst dir meine Teachings in Masterclasses, in Programmen anhören. Ich habe ein Jahresprogramm, den Inner Circle, wo du jeden Monat 4 bis 6 Module Teaching bekommst, die du auch einzeln kaufen kannst. Diesen Monat ist es The Iconic Woman. Für Männer habe ich das Inner Healing Programm für Frauen zusammen, Männer und Frauen zusammen, Inner Healing, genau diesen inneren Heilungsprozess für dich
durchzugehen, anzuzetteln und vor allem zu leben, vorzuleben, weiterzugeben, als Beispiel zu dienen. Weil als Beispiel kannst du erst dienen, wenn du dein Inner Healing so weit abgeschlossen hast, dass du stabil in diesem Prozess stehst. Aber solange du selber noch schwankst und Unsicherheiten hast, bedeutet es, du darfst hier weitergehen und Stabilität für dich generieren. Das Ganze kann sowas von schnell gehen. Du brauchst nicht Jahrzehnte investieren, weil ich diesen Weg für dich durchgegangen bin, weil ich dir deine Antworten geben kann, weil ich deine Fragen kenne, weil ich deine Blockaden kenne, weil ich deine Ängste kenne, können wir sie ganz, ganz schnell transformieren. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ich niemanden hatte, der genau diese Essenz rauszieht, der genau das sieht, der genau das erkennt, was ich mir jetzt möglich gemacht habe. Und wo es aus meiner Sicht so bedingungslos, so klar, so ohne Ausschweife und Ausnahmen nirgendwo gibt. Deswegen ist das absolut Beste, was du für dich tun kannst, diesen Weg für dich einzuschlagen, dieses Divine Design für dich anzunehmen und diese Umwege über Human Design, Genkeys, Astrologie, Wahrsagen, anderen Leuten die Kraft und die Macht über dich zu geben, anstatt dieses Prinzip aus dir heraus zu leben. Es geht nur um dich, es geht niemals um jemand anders. Es geht um diese innere Wahrheit, die in dir verankert ist, mit der du geboren bist, rauszuholen und in dein Leben, in dein tägliches Leben, in deinen Seinszustand einzubauen, um letztendlich die Energie zu verkörpern, mit der du durchs Leben gehen möchtest und mit der du dich mitteilen möchtest, mit der du Wirkung hinterlassen möchtest und mit der du dein Leben manifestierst. In diesem Sinne, wir sehen uns bald. Bitte empfehle mich weiter, mein YouTube-Kanal, mein Instagram, es gibt es auch in Englisch. Ich möchte, dass die ganze Welt aufhört, in all diesen Begrenzungen und Zusammenhängen und Vergleichen lebt, die immer wieder machtfressend sind, limitierend sind, unterdrückend sind, schmerzhaft sind und zu guter Letzt leider Gottes krank machen. Also ein Leben in Freiheit, ein Leben mit dir, ein Leben mit dir als Schöpfer, das wünsche ich dir. Bis bald, deine Patricia.